Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und ich begrüße euch zurück zu einer weiteren Folge im LS22 in Ellerbach. Ja, ich muss gleich mal mich entschuldigen, falls ich die letzte Folge nicht mehr geschafft habe zu korrigieren vom Upload oder zumindest vom Release. Könnte es sein, dass da in der zweiten Hälfte kein Ton da war. Ich vergesse immer irgendwas, das ist so fürchterlich mit dem Umstellen in OBS, ich krieg's nicht hin. Ich bin da aber auch sehr faul, was Profile angeht, gebe ich zu. Und deswegen immer mal so ein bisschen manchmal 30 Frames von 60, wenn ich Timelapse aufzeichne, so eine Sache. Oder halt eben vergessen, irgendwie einen Ton umzustellen. Naja, it is what it is. Ich habe es mir angeguckt, es war jetzt gar nicht so schlimm. Wir gucken mal. Vielleicht ist es auch, habe ich nochmal ein bisschen Musik drunter gelegt. Ansonsten, ja. Ja, hier liegt noch ein Ballen. Den müssen wir auf alle Fälle nochmal irgendwie mit wegräumen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was wir jetzt hier machen. Wir werden als allererstes heute nämlich ein bisschen Kohle aufnehmen. Wir nehmen einfach mal alles. Und dann werden wir natürlich wieder Kohle rausbrassen. Ihr kennt das Spielchen. Und wir machen das aber nicht so extrem, sondern wir versuchen trotzdem irgendwie uns ein bisschen darauf zu konzentrieren, dass wir, ja, dass das irgendwie in einem gewissen Rahmen halt. Ich lasse das jetzt mal so, das passt schon erstmal. Und ich habe mir gedacht, ich werde mir den MAN hier definitiv holen. Der hat mit 55% Rabatt, ist der, denke ich, gar nicht so sehr schlecht. Guck mal, den gibt es auch mit Isaria. Oh, Compact. Mit Breitreifen werden wir uns den einfach mal gönnen und dann nehmen wir hier, ihr kennt ja meine Einstellung dazu, vielleicht nehmen wir aber mal eine andere Farbe. I don't know. Rot ist irgendwie nicht so geil. Schwarz ist schon auch, ist schon cool, aber ist irgendwie auch langweilig. Das ist so nicht so geil. Ich weiß es nicht, helft mir mal. Wir nehmen so New Holland Blau. So, Punkt aus Ende. New Holland Blau. Und dazu nehmen wir, ja, die Felgen, das passt schon soweit. So können wir den, denke ich, uns gönnen. Und den kaufen wir uns. Den können wir für mehrere Sachen verwenden. Und ich habe diesmal wieder dran gedacht, wir werden uns im Forst einen Feller gönnen, damit wir einfach schneller vorankommen. Denn ich werde jetzt nicht anfangen mit der Kettensäge und diesen ganzen Drum und Dran. Wir werden das hier ganz normal machen. Und ich habe mir wieder den Hackerwechselaufbau gegönnt. Und den gibt es ja in verschiedenen Größen. Und ich bin mir jetzt gerade unsicher. Das hängt ein bisschen, glaube ich, davon ab, was wir für Fahrzeuge haben. Und boah, ich glaube, ich weiß es nicht, ne? Ob der jetzt da drauf passt. Vielleicht nehmen wir den mittleren. Wir müssen mal gucken. Wir nehmen den mal. Der hat, glaube ich, das ist so ein bisschen die Breite von der Auflage vorne. Genau, die ist hier nochmal größer. Und die hier ist wieder ein bisschen kleiner. Das heißt, wir werden den hier nehmen. Und den werden wir, was hat denn der hier noch? Zahn, Stammholz. Reißig. Ich weiß es nicht. Wir nehmen mal das und lassen das mal und mieten uns das aber nur, weil das ist ein Teil, was wir uns zurückgeben. Und ja, ich habe mich dazu entschlossen, wir werden Hackschnitzel draus machen. Ich sage euch auch warum. Kommen wir gleich dazu. Wir brauchen noch eine Sache und da weiß ich gerade gar nicht, ob ich die Mod schon drin habe. Das ist gerade ein bisschen doof. Da muss ich vielleicht nochmal nachjustieren. Mir geht es dann nochmal um diese Dinger hier, die sind nicht so geil. Aber vielleicht gönnen wir uns dafür dann auch nochmal den T-Rex, weil das einfach mit dem wunderschön geht, dass wir sagen, okay, wenn wir alles durch haben, dann fahren wir mit dem nochmal drüber und machen alle Baumstümpfe klein, weil das geht mit dem einfach wirklich am besten. Na, so. Und für mich ist so die Ansage Kahlschlag. Okay, also das ist jetzt mein Plan. Wir werden hier wahrscheinlich wirklich einen Kahlschlag machen und werden versuchen, alle Bäume erstmal wegzukriegen. Jetzt müssen wir erstmal durchtappen. Wo findet man den Kollegen? Da ist er, genau. Erster Akt, schauen, ob wir den Aufbau hier drauf kriegen. Und reparieren müssen wir den natürlich dann auch noch, aber es kommt alles später. Ja, und wir können den LKW, ich weiß es auch nicht, ob wir den dann großartig, wir müssen mal gucken. Ne? Vielleicht verkaufe ich den auch wieder, wir haben den ja jetzt rabattiert bekommen. Dann ist es aber immer noch so, dass ich sagen kann, ne? Verkauf von dem LKW, was kostet er uns? Ja, 27.000, okay, ne? Mit ein bisschen Miete wäre dann halt Minus. Aber so sind wir relativ offen und können uns halt überlegen, ob wir ihn behalten wollen. Und ich finde halt den Aufbau ganz geil. Der ist schon relativ nice. Und im Zweifel, ne, ist es gar nicht schlecht, einfach ein Fahrzeug mehr zu haben. So, also ihn jetzt hier einmal reparieren. Sehr schön. So.
Oh, jetzt bin ich im Aufbau, das wollte ich nicht. So, jetzt fahren wir mit dem erstmal zu unserem Waldgrund. Und ich habe mir nämlich gedacht, ich will ja so oder so. Und es wird jetzt auch dann passieren, wie ich das mal ursprünglich angedacht hatte. Dieses Brennholzding bauen. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Wir sehen es uns gleich nochmal an. Das kommt dann nämlich hier neben die BGA. Passt auf. Machen wir hier kurz eine Pause. Produktion. Rübenschnitzelanlage. Nee. Da. Das Biomasse-Kraftwerk, was mit Stroh und mit Hackschnitzeln funktioniert. Und ja, mir ist bewusst, dass das nervig ist, den Kram da immer wieder reinzukriegen. Ich hoffe, wir kriegen das trotzdem irgendwie hin. Ich finde, das würde so schön hierher passen. Und ich möchte es da, glaube ich, hinstellen. Und den Rest lassen wir außenrum frei. Ich glaube, das passt hier einfach gut her. Und dann werden wir uns damit irgendwie arrangieren. Ich habe das noch nie stehen gehabt. Aber das kriegen wir richtig gut hin. Bin ich überzeugt. Und dann kommt das nämlich hier hin. Und dann können wir da nämlich die Hackschnitzel einfach verkaufen. Es ist auch egal, wenn das jetzt nicht total viel Umsatz bringt, mein Gott, dann leben wir damit. Ne? Im Zweifel kann ich nochmal in der XML vielleicht ein bisschen was umstellen, was jetzt die Umwandlungsfaktoren oder so angeht. Aber ich denke, ich werde da jetzt nicht viel dran rumbasteln. Ansonsten brauchen wir jetzt einmal das Ländchen hier, ne? Das hier, die 166, genau, 184.000 kostet uns der Bums, kaufen wir jetzt, haben wir einmal durch und dann wollen wir jetzt natürlich noch eine Frustmaschine nehmen und dann nehmen wir, denke ich, klassisch die Rottne mit 80 cm. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen, aber es ist für mich immer besser, man hat, als man hätte und ich mag ja diese Teile hier, ne? Diese Ketten, das ist so cool, deswegen nehmen wir die auch, aber auch alles in der Miete. Ne? Kostet uns jetzt pro Stunde ein bisschen Kohle, aber das ist okay. Ich denke nicht, dass wir hier viel Gewinn machen werden. Also ich weiß, Holz bringt schon ein bisschen was an Gewinn. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel das tatsächlich jetzt unterm Strich sein wird. Und ich bin mal da, was das angeht, relativ relaxed und sagen wir mal, ja, es ist, wie es ist. Wir werden mal sehen, was wir dabei rausholen. Wenn es nicht so viel ist, ist es auch okay. Ja, das ist jetzt erstmal so meine Devise daran. Wir haben ja noch genug Kohle, ne? Wir haben jetzt 300.000 noch auf der Bank und machen jetzt eigentlich ja nur noch Plus. Wir müssen die 160.000 natürlich noch für dieses eine Biomasse-Kraftwerk da investieren. Aber auch das ist, sage ich mal, okay. Wir haben dieses Jahr so viel Umsatz gemacht, es wird reichen. Ne? Ich gehe nicht davon aus, dass jetzt noch unvorhergesehene Dinge kommen. Wenn alles glatt läuft, fangen wir den Hofbau in der nächsten, spätestens übernächsten Folge an. Hier in dem Frustbereich, beziehungsweise spätestens im Mai. Wobei jetzt schon die Bäume relativ gut blühen und man eigentlich gut absehen kann, weil ich mag das ja gerne auch im Frühjahr zu bauen oder im Sommer spätestens, um zu sehen, was uns dann letzten Endes auch erwartet. So, die Frage ist jetzt, wie sehen die Felder aus? Kann ich hier zur Not nochmal drauf fahren? Das ist nämlich mein Punkt. Ja, hier steht alle Reifen und Bandlaufwerk. Wieso steht hier eigentlich Hacke? Hey, okay, das ist bloß am Rand. Weil normalerweise haben wir die gepflügt, da sollte eigentlich gar nichts passieren. So. Jetzt müssen wir den Kollegen hier natürlich auch nochmal ausklappen. Ich muss gerade mal gucken. Genau, das ist die Kombi. Und wir werden hier unten den Kram, denke ich, größtenteils stehen lassen. Ich hab keine Ahnung, um ehrlich zu sein, wie wir uns hier durchboxen. Und sowas hier, das ist natürlich nicht ganz ideal. Das gebe ich auch zu, ne? So, wir machen mal Schnittlänge 12 Meter. 8. Wir machen mal 8 Meter Schnittlänge. Genau, fahren die mal aus. Wie gesagt, die kleinen kriegen wir natürlich nicht. Ne? Die Baumart wird nicht unterstützt. Wir müssen da schon auf die großen irgendwie zurückgreifen. Mal mit denen Helfer? Geht das? Gibt doch kein Curseplay für Forstarbeit, oder? Ne, Siloarbeit. Genau, ich wollte gerade sagen, das wäre ja echt krass gewesen.
Das wäre mir total neu gewesen, wenn es da irgendwie was gegeben hätte. Oh, jetzt knallen wir die mal runter. Ah, Moment. Boah, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, Freunde. Ich habe die Hotkeys natürlich nicht alle im Kopf. Oh. So, jetzt können wir das hier ein bisschen rüberdrehen. Und können das jetzt hier einmal durchfällen. So, that's it. Ja, deswegen ist es mir auch wichtig, dass wir hier gut rankommen. Umfeld. Ja, glücklicherweise ist es hier relativ luftig. Das heißt, wir werden hier vielleicht gar nicht so viel Stress haben, weil das gar nicht so viele Bäume sind. Und den nehmen wir schon auch noch mit. Der sieht knackig aus, der Kollege. Ja gut, der ist auch schön gefallen, finde ich. Ne, und ich werde hier einfach nur alles runterbügeln. Da werden wir uns jetzt gar keinen großartigen Stress machen. Wie gesagt, den Kram, keine Ahnung, also diese Bäume, das wird wahrscheinlich so ein Ding sein, dass die werden einfach mit, ich denke, der T-Rex ist eine gute Entscheidung. Wir werden hier mit dem T-Rex rüberbügeln und werden mit dem versuchen, dann die ganzen Stümpfe wegzumachen. Und mit den Stümpfen dann auch diese Stücken an Bäume. Okay. Nicht so einfach hier, in dieser Perspektive. Nein, falsche Taste. Oh. Schnell noch rüberziehen. Das war gerade ein bisschen heiß. Wollte nicht, dass der mehr in die falsche Richtung plumpst. Ja, für diejenigen, die jetzt ganz viel Freude kriegen hier beim Zugucken, ihr könnt euch unbedingt auch mein Forstwirtschaftsprojekt angucken. Da habe ich alle möglichen Gerätschaften angeguckt. Das ist zwar jetzt nun wirklich auch schon ein Let's Play, was ein bisschen was auf dem Buckel hat, aber immer noch... Ah, eigentlich nicht, hat sich ja nichts viel Grundlegendes geändert. Wir haben da wahnsinnig viel rumprobiert in Silverrun Forest. Wunderschöne Map, ausschließlich, eigentlich fast ausschließlich Forstwirtschaftsprojekt. Ziemlich cooles Projekt auch, ist mein erfolgreichstes Projekt auf dem Kanal generell. Das heißt, es hat den Leuten definitiv, denke ich, gefallen. Und natürlich auch in Ellerbach, da haben wir sehr, sehr viel mit Hackschnitzeln gemacht. Das haben wir in Silverrun Forest, glaube ich, gar nicht. Da haben wir gar keine Hackschnitzel gemacht. Da haben wir ganz, ganz viel mit Holz gemacht und den Holzprodukten und so. Da ist unterm Strich gar nichts, was da irgendwie mit Hackschnitzeln zu tun hat. So, wir brauchen für den nebenbei auch noch dann einen Anhänger. Wie gesagt, wenn wir ein bisschen Platz haben, wird es einfacher. Aber erstmal müssen wir hier gucken, dass wir das so hinkriegen, dass wir hier mit dem Feld agieren. Deswegen ist es gut, wenn wir hier drauf fahren können. Eigentlich ist die Feldfrucht total für den Arsch. Das ist eigentlich alles durch. Aber es ist okay. So, jetzt müssen wir den natürlich noch aufklappen. So, genau. Einmal runter. Ja, sehr schön. Genau so soll das aussehen. Und dann brauchen wir aber, wie gesagt, noch einen Anhänger. So. Also wenn ihr Fragen habt zu den Mods, ist es wie immer so, ihr müsst einfach mal gucken, wie die heißen. Und das ist in meinem Fall, sind das hier die Jens Hacker Wechselaufbau. So heißen die Dinger, ne? So wie es hier unten dasteht, ne? Mod. Die kriege ich ja auch im Mod-Hub.
Und da könnt ihr euch die ziehen. Ich habe keine Ahnung, wie immer, was jetzt Konsole und so betrifft, weil das nicht mein Thema ist. Ich spiele ja auf dem PC und von daher setze ich mich da nicht unbedingt immer mit auseinander. Also verzeiht mir, was das betrifft. Da gab es auch schon die Fragen, ob es die Map hier überhaupt für die Konsolen gibt. Kann ich euch auch nicht so einfach beantworten. Im Zweifel einfach mal im Mod-Hub schauen, ob ihr sie findet. Ja, steht, denke ich, in den, wenn ihr auf dem PC oder auf dem Handy schaut im Mod-Hub, steht es, denke ich, dabei bei der Map, was es für eine Größe hat. Das, aber wie gesagt, weiß ich nicht so genau. Von daher, ja. Jetzt muss man mal kurz überlegen. Bevor ich hier lange durch. Rödel. Der nimmt auch Hackschnitzel, also nehmen wir natürlich den großen Anhänger. Das wäre ja jetzt Schwachsinn, wenn wir hier mit einem kleinen Hänger losfahren. Und der große ist ja frei. So, und dann müssen wir, glaube ich, bloß mal kurz den Häcksler hier rüberschieben. Den hatte ich hier letztens nur kurz eingeparkt, damit er auch nicht im Weg steht. Den könnte ich rüberstellen, natürlich unter den unter das Dach. Aber hier juckt, hier stört er uns momentan auch nicht. Hier glitsche ich bloß gerade ein bisschen durch. Naja, mach mal diesen hier. Oh. So. Genau, da haben wir einen schönen Hänger. Da können wir alles reinladen. Das ist schon mal alles da. Aber ich denke, wir haben schon eine relativ brauchbare Ausstattung hier in der Map. Da kommen wir schon ein bisschen vorwärts. So, sehr gut. Genau. Und dann können wir hier jetzt rüber switchen, gleich mal auf den anderen Kollegen. So, und dann geht es jetzt hier ran ans Eingemachte. Das sollte hoffentlich nicht kompliziert, nicht allzu sehr kompliziert werden. Mal gucken, wie gut ich hier noch klarkomme mit dem Ding. Wir nehmen am besten gleich mal das hier. Das liegt nämlich so ein bisschen oben drauf. Gott, das ist... Ja, die gute Kranarbeit und der Sense wieder. Ich mache das gerne, aber man braucht natürlich immer ein bisschen Geduld. So, wir machen ihn jetzt gleich mal an. Ist wie immer so eine Sache, ja, funktioniert semi-gut. Holz verkaufen wäre natürlich vermutlich einfacher, ne? Ist wie es ist. Aber dann müssen wir es auch natürlich aufladen und dann irgendwie wegschaffen. Von daher denke ich, ist es schon gar nicht so sehr schlecht. So, wir sehen unten, wie viele Liter das jetzt hier sind. Und dann können wir uns, denke ich, auch relativ gut ausrechnen, wie viel Kohle das dann unterm Strich bringen wird. In Rehbach war das ja relativ cool. Ich kenne die Werte von Ellerbach gar nicht. Wahrscheinlich erschlägt es uns hier gleich, was wir hier rauszaubern aus diesem Kram. Aber wie gesagt, wenn wir es nicht verkaufen, ist es ja auch nochmal was anderes. Wir können es uns ja mal anschauen. Noch haben wir auch dieses Werk nicht gestellt. Von daher weiß ich gar nicht so genau, ob wir uns das noch angucken, ob das überhaupt Not ist. Aber ich will es ja fürs Stroh eigentlich sowieso haben. Ah, hier kommen wir mit dem Kleinkram, das geht schon. Mit ein bisschen Übung, wie gesagt, wird das was. Boah. Also liegt das doch ganz gut hier drauf. Ja, das ist echt mehr als gedacht, ne?
Ich glaube, den kriege ich hier fast mit der Hand rein, ha? So einen kleinen Stiel. Der kann ja nicht viel wiegen. Genauso wie das hier. Das Kleinzeug geht da ruckzuck weg. So. Ein bisschen können wir uns hier auch bewegen, das ist auch kein Thema. Die großen sind natürlich die schönsten. Komm. Komm rein hier. Ah, so sieht das gut aus. So, sehr schön. 16.000, jetzt müssen wir ein bisschen umdisponieren hier. Ja, das dauert ewig lang, ehe der sich hier irgendwie zusammengeklappt hat mit den Beinchen. Jetzt kann ich wieder richtig fahren. Ist natürlich nicht so einfach. Das hatte ich damals auch schon, aber das geht. Idealerweise legt man die Dinger echt gut ab und dann hat man da nicht so die Probleme. Ich könnte aber auch, das müsste auch gehen. Lasst uns mal kurz gucken. Wenn ich sage... Müsste hier sein unter Diverses. Nee. Nee. Hier, Kettensägen, genau. Können wir uns eine schöne Kettensäge rausnehmen? Natürlich eine Stiel. Genau, dann können wir hier wieder loslegen. Und theoretisch sehen wir ja auch, wie groß die Stücken hier sind. Ne? Wir sehen, das Ding hat 360 Kilo. Das ist ein bisschen sehr, sehr schwer. Auch das hier ist mit dem Gewicht von, wow, wo sind wir, 630 Kilo, sehr schwer. Aber es wäre jetzt auch kein Thema zu sagen, ich mache kleinere Stücken. Die ich dann, genau, per Hand auch einfach hier reinwerfe. Dann habe ich die ganze Kranarbeit nicht. Das wäre jetzt auch noch eine Sache, die okay ist. Ich könnte auch gleich in kleineren Stücken sägen. Das muss ich mir mal überlegen, wie ich das machen will. Ja, so ist es natürlich jetzt wahrscheinlich relativ simpel. Kriege ich das hiermit auch gut hin? Ah, das war werfen. Sehr gut. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Ja, den Unterstrich verändert sich ja an den Litern nichts. So, was haben wir jetzt hier? 103 Kilo, die kriegen wir, denke ich, auch gut drauf. Und ist das euer Ernst? Der raspelt, aber der Kollege steht zu weit weg. Denkst du, hast wieder das richtig gemacht. Ja, das ist natürlich der Nachteil, wenn er keinen Zwischentank drin hat, dann aber der hat aber einen kleinen Tank. Guck mal, der füllt nämlich noch nach. Ah, ich gehe davon aus, das wird das schon gewesen sein. Denn viel Liter waren das jetzt nicht, aber ein bisschen was.
Okay, so, dann können wir das Ding nämlich auch mal hier wegnehmen. So schwer sollte die gar nicht sein. Guck mal, die wiegt ja nicht so sehr viel. Und dann können wir die nämlich auch hier reinballern. Und dann haben wir das auch verwertet. Das ist halt der Vorteil, den wir haben an dem Häckseln. Es ist halt wirklich nochmal ein bisschen anders. Und wir kriegen halt echt alles da rein. So, hier haben wir noch ein Stück Holz. Nehmen wir auch mal. Hallo. Naja. Du kriegst dich schon noch wieder ein. So, sehr gut. Dann haben wir das eine Bäumchen auch weg. Guck mal, so schnell wird nämlich hier auch ein bisschen Platz. Ich versuche ihn gleich mal so ein bisschen in Position zu bringen. Das Beste wäre natürlich, jetzt muss ich mal gucken, ich könnte Schnittlänge auf 8 Meter einfach lassen. Und hier nach drüben, da muss ich dann noch mal ein bisschen rumrutschen. Das macht natürlich die Arbeit vermutlich. Ja, wir lassen das trotzdem. Wir lassen mal die 8 Meter, beziehungsweise stellen wir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ein. Machen wir mal 12 Meter, denn ich glaube, das müsste sich gut ausgehen. Man muss sich einfach beim Fällen aufpassen, ihn gleich rüber zu ziehen. Zack. Genau, dass ich hier gute Stücken zusammenbekomme. Naja, es rutscht halt trotzdem ein bisschen rüber, ne? Ideal wird's nicht. Aber je weiter wir reinkommen, umso besser sollte es eigentlich werden. Oh, der sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Hängt irgendwo am Bäumchen. Ach, ich liebe es. Genau, das ist dann natürlich das Beste, wenn wir sowas zusammen haben. Ah ja, ich glaube, es ist egal. Ich werde die jetzt hier einfach kurzerhand nehmen. Und dann fällen wir die jetzt hier runter, legen die hier ab und dann kriegen wir die schon irgendwie zusammen. Zur Not muss ich die noch ein bisschen kleiner schneiden. Und dann würde ich, wenn der Anhänger einmal voll ist, mal unten das Lager bauen, sodass wir heute den kompletten Prozess mit haben. Ich weiß, das wird dann ein bisschen eine längere Folge. Den Rest kann ich dann nebenbei wieder so ein bisschen machen, während ich hier am Chillen bin. So. Stellen wir uns mal hier rüber. Es ist manchmal siehst du das jetzt oder nicht? Will ja nicht. In der Schwede, ey. Wie der hier rumhüpft, naja, dann ist es so. Dann bleibt es halt liegen. Wir kriegen das schon hin. So. Ich bleib dabei. Ich habe das damals, glaube ich, in Rehbach auch gesagt. Es ist halt alles auch eine Frage der Übung, ne? Wenn er Sachen oft genug macht, dann kriegt er die dann irgendwann auch besser hin. Und es ist bei mir, trifft das auf jeden Fall auch zu. Ah, das sind schöne Baumstümpfe hier. Da geht ein bisschen was. So, jetzt wäre trotzdem die Frage, wie kriege ich ihn den jetzt hier noch? Dichte, der hat eigentlich. Jetzt frisst er auch ein bisschen was von dem. So gut. Der kommt. Wie sehen die hier aus? Das wird ein kleines Stück. Das kann man, denke ich, wieder ganz gut so drauflegen.
Das hier ist ein etwas größeres Stück, das kriegen wir aber zerteilt. Und dann kriegen wir das hier auch drauf. So. Und die großen müssen wir uns natürlich wieder so ranholen. So, klappen wir ihn kurz zusammen und dann fahren wir mit ihm eine kleine Ecke hier rüber. Ja, schön wäre es, wenn ich beide kriege, irgendwie. Also so hier wahrscheinlich. Und dann müssten wir jetzt hier nochmal nachrutschen. Ja, hier wäre ganz gut, wenn ich den hier noch irgendwie mit ansacken kann. Der hängt wirklich irgendwo ganz schön fest. Ich glaube an irgendeinem Bäumchen da drüben. Ja, den kriege ich so nicht. Boah. Komm her. Ja, jetzt sieht das schon besser aus. Ah, irgendwo hängt der noch. Okay, ich glaube, hier müssen wir zwischendrin nochmal, weiß nicht, wo der hängt, hier an dieser kleinen, an diesem kleinen Kriebel hier, denke ich. Können wir auf jeden Fall mitnehmen. Hier noch einer. Entasten mal das gute Stück. Ey, das müsste es eigentlich gewesen sein. Das war das, was da ein bisschen gestört hatte. Da müssten wir jetzt hier eigentlich ganz gut rankommen. Ja, also volle Länge ist tatsächlich nicht so empfehlenswert, aber da konnte man jetzt ja nicht so sehr viel dafür. So, jetzt müsst ihr ihn kriegen hier. Aber der ist wieder einen kleinen Ticken zu weit vom LKW weg. Das ist nicht so geil. Aber wie gesagt, der hat einen kleinen internen Speicher, von daher passt das schon. So. Wir machen jetzt mal einfach aus Zeitgründen, weil das sonst vermutlich ewig dauert, lassen wir ihn hier mal rödeln. Und ich würde mal eine Sache noch kurz machen. Wir switchen mal durch und zwar schnappen wir uns genau den hier. Kippen hier kurz die Steine ab. Parken den Steinsammler. Schnappen uns die Ballenpresse, pressen die Ballen unten vor, neben dem Silage-Silo.
und gucken, dass wir da dieses Werk noch hinstellen. Das will ich mir zumindest nochmal angucken. So. Ah, man könnte jetzt hier wahrscheinlich auch nochmal drüber mähen und so, aber das schenke ich mir jetzt alles. Okay, sehr schön. Dann hätten wir die erstmal auf jeden Fall erledigt. Können die hochmachen? Klappt die auch mal zusammen, weil ich glaube, wir werden hier eh größtenteils Gras pressen damit. Moment. Ah, ich vergesse aber die Tastenkombination. Sehr schön. So, dann schauen wir mal, wo der Ladewagen steht. Der habe ich gerade gar keine Ahnung. Der B-Collect könnte aber, ich glaube, da oben steht er. Der steht am Kuhstall. Wieso hat er hier? Besser. Naja, man sieht jetzt schon von hier so eine kleine Ecke, ne? Also ich denke, wir werden da bestimmt, boah, wie lange werde ich denn da beschäftigt sein? Also 2-3 Stündchen werden es bestimmt sein, bis ich das dann alles zusammen habe. Das werde ich jetzt gutestgehend vorbereiten. Und wir mal gucken, ob ich daraus jetzt noch einen Timelapse mache oder ob ich mir sage, nee, passt schon. Wir wollen jetzt vorwärts kommen. So. Da liegen ja nur die paar hier im Weg. Ist eigentlich schon ein bisschen schade um das Gras, aber ich mache mir jetzt wirklich keinen Kopf drum. Das ist, wir haben so viel Gras zusammen. Jetzt da jetzt noch das alles abzumähen und nochmal eins zu sammeln und zu machen. Ich glaube, das können wir uns wirklich sparen. Ja, ich weiß, du bist voll. Das macht aber nichts. Ich stelle dich jetzt trotzdem erstmal nur hier ab. Und dann würde ich... Okay, ich... Das hält ja dann kein Mensch aus, wenn das hier die ganze Zeit rumbrummt. Okay, erster Punkt, speichern. Wisst, speichern ist wichtig. Und zweiter Punkt, einmal hier reingehen, sich die ganze Sache nochmal angucken. Und es wäre schon eigentlich clever zu sagen, die Höhe so ein bisschen beizubehalten. Weil ich will das, was ich nicht will, ist dieses Silo unterfüllen. Das wird, glaube ich, doof. Wir können uns das mal angucken. Was passiert, wenn ich sage, ich gehe jetzt hier in die Richtung. Aber ihr seht das ganz, ganz schnell, wie das da drüben schon aussieht. Wir gucken einfach mal. Wenn das Werk hier ein bisschen reinglitscht, ist das, glaube ich, okay. Aber wir müssen es trotzdem mit ein bisschen
Gefühl machen. Okay. Das sieht, glaube ich, schon ganz gut aus. Okay. Was ist das hier? Das ist kleiner. Das ist mehr. Dann machen wir jetzt erstmal hier eine schöne Ebene hin. Gucken mal, ne? Also hier ist es halt ein bisschen hoch. Hauptsache die Ecke hier ist halbwegs gerade. Aber sieht gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, die Höhe, die wir jetzt hier gerade uns so ein bisschen grob zusammenbauen, passt eigentlich ganz gut. Hier geht es eine kleine Ecke nach oben, aber das ist okay. So. Und hier können wir das Ding jetzt irgendwie versuchen hinzuknallen. Also Produktion. Dann habe ich gesagt, hier, Biomassekraftwerk, 160.000 der ganze Spaß und die kommt jetzt hier irgendwie hin. Ich würde hier direkt V aktivieren, sodass das Ding, ah, so ist eigentlich ganz geil, ne? Es ist ein bisschen schmaler. Eine kleine Kante davor. Guck mal. Und so sieht das eigentlich ganz geil aus. Fällt mir übelst gut. Relativ bündig hier mit der Ecke, aber nicht zu krass. So, und dann kommen wir vorne, kommen wir schön ran. Ah, doch, doch. Ich glaube, das, das gefällt mir. So, jetzt müssen wir natürlich hier nochmal ein bisschen nachbasteln. Also gerade hier im Landschaftsbau eine ganz, ganz kleine Ecke. Ich will natürlich den Weg hier trotzdem haben. Den müssen wir hier ein bisschen absetzen. Es ist halt eine enge Kiste, das ist mir bewusst. Aber ich finde, das ist okay so. Damit kann ich gut leben. Ja, genau, vor allem hier jetzt in dem Bereich. Ah. Oh, 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 oh. Sieht es besser aus. Genau, so lassen wir das auch. Hier nochmal einen Ticken hoch. Naja, Feinarbeit. Und da können wir dann mit ein bisschen Gras was machen. Schade, dass ich das hier nicht glatter hinkriege, aber das passt schon erstmal. Und ich will zuallererst natürlich wissen, was wir hier rausholen. Also wir gucken nochmal ganz, ganz kurz in den Hänger hier rein, wie es aussieht. Ja, jetzt 77%. Vielleicht kriegt man ja noch irgendwie ein Bäumchen zusammen. Wir werden mal gucken, dass wir den hier drüben noch nehmen. Den würde ich ganz gerne mal noch raspeln. Das steht dann hier jetzt nicht so geil, aber das müsste machbar sein. Bauen wir hier so ein bisschen akut drüber. Die den gleich mal noch mit. So. So, den kleinen kriege ich, glaube ich, mit der Hand. Das ist wieder nicht so sehr viel. So ein Ding. Was hier so hin und her schwurbelt. Und den würde ich mir versuchen nochmal mit dem Ding hier zu krallen. Und dann können wir zumindest mal versuchen, den Kram irgendwie abzukippen. Ja, aber ich sehe gerade, wenn ich so auf die Zeit gucke, ich würde sagen, ich mache nochmal einen kleinen Cliffhanger heute doch nochmal rein.
Das heißt, wir werden jetzt die Holzwirtschaft erstmal uns soweit hier, werden wir das mal so stehen lassen. Ich denke, das ist schon ganz gut. Und wir schauen uns dieses Biomasse-Ding dann in der nächsten Folge nochmal im Detail an. Das heißt, wir haben es jetzt stehen. Dann gucken wir uns mal an, was das bringt. Ich will mir natürlich mit euch auch gemeinsam angucken, wie ist denn das mit Stroh, wie sind die Verkaufspreise und so. Von daher lassen wir es mal so stehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.